Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei Unforeseen Incidents hier in der Kellerbar des Hotels, wo wir zuletzt von der Reporterin Halliwell uns diese verschlüsselte Nachricht abgeschrieben haben, wo wir vermuten, dass das irgendwas mit Radiosignalen zu tun hat. Ja, und mit diesem Hinweis, wir sprechen Sie vielleicht nochmal an. So, warum sind wissen Sie? Ja, das können wir ja eigentlich mal fragen. Wissen Sie, wo das RHC-Behandlungscamp ist? Wissen Sie, wo das RHC-Behandlungscamp ist? Schon möglich, dass ich das im Rahmen meiner Recherchen herausgefunden habe. Wieso? Ich muss es finden. Es ist wichtig. Ein Bekannter, er ist Wissenschaftler, versucht ein Mittel gegen das Yeltown-Fieber zu finden. Vertraust du ihm? Auf jeden Fall. Ich kenne ihn schon mein ganzes Leben. Also, wissen Sie, wo das RHC-Camp ist? Pass auf. Ich könnte dir eventuell weiterhelfen, aber zuerst muss ich diese Nachricht verstehen. Also, sagen Sie mir, wo es ist, wenn ich Ihnen helfe, die Nachricht zu dekodieren? Naja, war klar. Das sehen wir dann. Eine Hand wäscht die andere, ne? Gut, warum benutzen Sie einen falschen Namen? Braucht man Sie ja eigentlich gar nicht fragen. Aber vielleicht warum sind Sie in Yeltown? Ich recherchiere für einen Artikel. Über das Fieber, stimmt's? Ja, aber es ist kompliziert. Du hältst dich da besser raus. Eigentlich will ich das, aber ich stecke ja schon mittendrin. So, wir schauen uns jetzt Ich schaue mir diese Nachricht mal genauer an. Nachricht okay, jetzt mal genauer. Danke, dass du sie mir gebracht hast. Nicht der Rede wert. Bin ja nur die ganze Zeit rumgerannt. Wie eine Blöde. Wie ein Blöder. Gut, dann gehen wir mal nach Hause zu unserem Radio-Funkgerät. Ja, den Morten nochmal. Der ist auch Ich sollte ihn nicht stören. Nein, wir stören ihn nicht. Natürlich nicht. So. So, dann ab zu uns nach Hause. Ich finde es immer noch sehr, sehr gut, dass es hier dann doch relativ kurze Wege sind. So, dann schauen wir mal, was wir so drauf haben in Sachen Radiotechnik. So, Gott, hoffentlich ist das jetzt wieder ein Rätsel, das ich lösen kann. Gucken wir mal. Also. Hatte kurz den Eindruck, dass da ein Radiosignal anspringt. Bei 900. Ja, aber vielleicht müssen wir da ja noch ein bisschen was anderes einstellen. Also 56 04 und 343 343 1320,7 1000 okay, das ist es nicht, aber dann ist es vielleicht das 1320
20,7. 276. 276. Ja. So, und dann haben wir noch 456,65 und 263. Und Hey, was ist das? Okay. Studie Phase 1. Was zur Hölle? 31. Juli. Yelltown-Einheit. Yelltown? 5. August. Arbutus Hill-Einheit. Was ist das? Feldstudie Phase 3. 11. August. Ich hole Halliwell lieber her. Und? Was halten Sie davon? Sehr interessant. Gut gemacht, Harper. Ich bin schon über eine Menge Sender gestolpert, aber noch nie über sowas. Das Datum zu Yelltown, das ist heute. Das ist ein bisschen beängstigend, oder? Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, das bedeutet, dass heute Abend hier irgendetwas passiert. Aber was? Genau das würde ich gerne herausfinden. Räumungskommando! Hat es etwas mit der infizierten Frau zu tun? Naja, das hier ist die Nachricht, die sie mir überbringen wollte. Hat es was mit dem Fieber zu tun? Irgendeine Art Quarantäne oder so? Ich weiß es nicht. Danke für deine Hilfe, Harper. Ich weiß das zu schätzen, wirklich. Ich bin übrigens Jane. Danke. Ich Jane. Bin Harper. Das ja, weiß ich schon. Das weiß ich. Ach ja. Also wirst du mir nun verraten, wo das RHC-Lager ist? Ich sag dir was, Harper. Ich werde dir zeigen, wo das Camp ist. Perfekt. Aber ich komme mit. Was? Warum? Du hast vor, in das Camp einzubrechen, oder? Nein. Niemals. Okay. Naja, solltest du planen, dich dort hineinzuschleichen, könntest du ein paar Fotos für meinen Artikel machen. Super Idee. Das wird die Sache für die Polizei bei meiner Festnahme vereinfachen. Hey, wenn du wissen willst, wo das Camp ist... Okay, okay, wir machen es so. Aber keine Fotos von mir. Wunderbar. Wann brechen wir auf? Wir sind soweit. Gehen wir. Okay. Git, ich hasse diesen Anzug. Ich würde sagen, der Anzug ist gerade das geringste Problem, Harper. Dieser Funkspruch, meine Güte. Was hat das wohl zu bedeuten, Professor? Ich denke, es bedeutet, dass wir uns beeilen müssen. Hier, nimm diese Spritze und hol eine Blutprobe, genau wie ich es dir gezeigt habe. Okay. Also wie damals, als ich meiner Mutter diese Injektionen geben musste. Nur andersrum. genau. Ziehen wir das wirklich durch? Mach dir keine Sorgen, Harper. Deine Verkleidung ist wirklich überzeugend. Das ist vielleicht unsere einzige Gelegenheit, eine Blutprobe dieser armen Frau zu bekommen. Verhalte dich einfach so, als wüsstest du genau, was du tust. Geh rein, hol die Probe, komm wieder raus. Professor McBride, denken Sie, Patty, denken Sie, sie könnte noch leben? Naja. Finden wir es raus. So, was kann ich hier alles anklicken? Oh Tannenbaum, wie braun sind deine Blätter. Gut. Das Loch in der Wand wurde mit Maschendrahtzaun geschlossen. Ich frage mich, ob... Hey, der Eingang ist hier drüben. Ups. Ja, eben. Hey, bevor du gehst. Ja? Nimm meine Kamera mit. Versuch bitte im Camp ein paar Fotos zu machen.
Klingt ganz so, als würdest du gerne in dieser widerliche Gummijacke schlüpfen. Liebend gern, Harper. Aber wir haben leider keinen Anzug in meiner Größe. Du musst es machen. Na, verdammt. Mach einfach ein paar Fotos vom Gelände. Von Dingen, die dir interessant oder auffällig erscheinen. Und behandle Patty mit Respekt. Wenn sie... Naja, wenn sie noch... Alles klar. Ich schau, was sich machen lässt. Danke, Harper. Man, wir rennen schon rum und beleidigt Tote. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben also eine Kamera, wir haben eine Spritze, wir haben die Nachricht. Immer noch das Kill It Bang und das Fischfutter und natürlich unser Multitool. So, und jetzt gehen wir mal zum Wärter. Und schauen, was passiert, weil so wirklich... Ausweis bitte. Wie bitte? Du musst mir deinen Mitarbeiterausweis zeigen. Ich muss ihn wohl verloren haben. Was zum... Wie? Er muss an deinem Anzug befestigt sein. Was ist passiert? Bist du auf Widerstand gestoßen? Ich, vermutlich wurde er geklaut. Heiliger Adler. Gary, das ist ja mal wieder typisch. Was, wenn jetzt ein Unbefugter mit deinem Ausweis herumläuft? Los, geh ihn suchen. Sofort! Das ist doch schon wieder scheiße hier. Hallöchen. Bist du nicht ein wenig klein für einen RHC-Rettungssanitäter? Nein, der Anzug passt mir perfekt. Wovon redest du? Das war ein... Ach, vergiss es. Ich glaube, ich könnte durch den Zaun einbrechen. Das könnte klappen. Komm, ich lenke die Wache ab, während du dich reinschleichst. Danke. Wirklich? Bist du sicher? Aber wir wissen jetzt, dass es da einen Gary gibt, der vielleicht die etwas schludrig ist. Die verlorene Touristennummer habe ich bei dem da drüben schon mal versucht und es hat nicht geklappt. Aber es ist noch einen Versuch wert. Komm. Sie schon wieder. Bonjour. Ich habe Ihnen doch bereits gesagt, dass Sie hier verschwinden. Où va ce bus? Privatgelände. Kein Zugang. Muy gefährlich, comprende? Muy gefährlich. Est-ce que c'est un gluten? Hören Sie. Multitool, jetzt Zange. Jetzt muss ich nur noch einen Weg hineinfinden. Wirklich Schere, aber Zange. Nein, es ist keine Scherenzeit. Nee. Na? Bleibst du da? Messer, Schraubenschlüssel. Ja, Zange halt am ehesten okay. Eigentlich. Okay. Ne? So, gut. Das hat doch schon mal funktioniert. Ui, hier sieht's aber auch nicht prickelnd aus. So, dann haben wir hier ein Z. Patty muss in einem dieser Zelte sein. Huch, es ist fast leer. Die medizinischen Gerätschaften müssen in einem der anderen Zelte sein. Vermutlich medizinische Geräte. Eine ausgebrannte Kapelle. Gruselig. Sie haben scheinbar noch einiges auszupacken. Das ist seltsam. Hier ist Patty auch nicht. Und ich dachte, sie hätten eine Menge medizinischer Ausrüstung hier drin. Hier ist nichts. Weil die uns auch nicht behandeln wollen oder helfen wollen. Die wollen uns heute Abend platt machen. Wer Filme gesehen hat, der weiß das. So, ich gehe jetzt mal volles Risiko. Ich halte lieber etwas Abstand zu diesen RHC-Astronauten. Ich will niemandem erklären müssen, warum ich hier rumschleiche. Gehe nicht volles Risiko. Ich sollte den Typen nicht zu nahe kommen. Die sind schrecklich unheimlich. Ich halte lieber etwas Abstand zu diesen RHC-Astronauten. Ich will niemandem erklären müssen, warum... Okay. Vielleicht geht's ja da rechts noch weiter. Nein. Patty scheint nicht hier zu sein.
Warum mache ich das hier nur? So eine Kamera habe ich noch nie benutzt. Weil wir könnten mal das leere Zelt fotografieren, dass die sehen, dass hier irgendwie nichts los ist. Keine Patienten? Nanu, Halliwell wird ein Foto hiervon haben wollen. Hey! Oh, Mist. Was machst du da, Rekrut? Ich dachte, ich hätte hier jemanden reinschleichen sehen. Warum hast du das nicht sofort gemeldet? Wie lautet deine Kennnummer? Feldstudie, Phase 1. 31. Juli, Yeltown-Einheit. Um diese Verletzung der Dienstordnung kümmere ich mich später. Los jetzt! Raus hier! Ja, Sir! Feldstudie, Phase 3. 11. August, Greystone-Einheit. Was? Was zur Hölle geht hier vor sich? 16. August. Harper, bist du das? Was geht hier vor sich? Keine Ahnung. Hast du die Blutprobe? Nein, Patty war nicht da drin. Und die Kamera ist mir auch runtergefallen. Tut mir leid. Was ist passiert? Der Alarm ging los und plötzlich hatten diese RHC-Typen diese komischen Kanister. Ich glaube, sie gehen runter nach Yeltown. Kommt, von dem Hügel da drüben haben wir eine bessere Sicht. Das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott. Was machen die da? Okay. Versprühen sie irgendeine Art von Gegengift? Nein, für mich sieht das aus... Wie Gift? Es sieht so aus, als würden sie den Erreger selbst verbreiten. Was? Sie verbreiten die Krankheit absichtlich? Was? Das ist verrückt! Warum sollten Sie das tun? Davor wollte Patty uns warnen. Verdammt. Können wir sie irgendwie aufhalten? Es ist zu spät, Harper. Du weißt, wie aggressiv dieser Virus ist. Wir müssen hier weg, so schnell wir können. Aber was, wenn ich Ihnen eine Probe dieses Erregers bringe? Die Kanister. Der Erreger muss in den Kanistern sein. Die Kanister? Harper, denkst du, du kannst ihnen im Schutzanzug folgen und uns einen dieser Kanister bringen? Das klingt gefährlich. Du sagtest, du willst helfen, Harper. Vielleicht ist es zu spät für unsere Freunde in Yeltown. Aber es ist unsere einzige Chance, andere Menschen zu retten. Okay, fahrt den Wagen vor. Ich beeil mich. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Ich auch. Na, und ich erst. Hey, was machst du da? Du hältst dich nicht an den vorgeschriebenen Ablauf. Moment mal. Experiment gefährdet. Ich wiederhole. Experiment gefährdet. Ah! Okay. Hey, was machst du da? Du hältst dich nicht an den vorgeschriebenen Ablauf. Moment mal. Experiment gefährdet. Ich wiederhole. Experiment gefährdet. Okay, also wir müssen uns irgendwas anderes einfallen lassen. Puh, wenn ich nur irgendeine Waffe hätte oder so. Hab ich. Nicht wirklich. Ich kann aber auch nicht... Nein. Hey, du da! Wo ist deine Ausrüstung, Rekrut? Ich, Wie ist deine Kennung? Naja, eigentlich... Alle herhören! Experiment gefährdet! Eliminierung in Gang setzen! Ah! Okay, die fackeln auf alle Fälle nicht lange. Aber was könnte meine Waffe sein? Ob es für sie genauso schwierig ist, wie für mich durch dieses Visier zu sehen? Okay, das heißt also... Hey, was machst du da?
Du hältst dich nicht an den vorgeschriebenen Ablauf. Moment mal. Experiment gefährdet. Ich wiederhole. Experiment gefährdet. Okay. Ich brauche einen dieser Kanister, die Sie mit sich herumtragen, für den Professor. Vermutlich heißt das, dass ich sie irgendwie angreifen muss. Ich habe aber tatsächlich nur eine Spritze. Ja, wobei vielleicht... ein Schraubenschlüssel. Der will zumindest schön ein Loch in den Anzug machen. Aber ich würde vorschlagen, dass wir das in der nächsten Folge versuchen. Und bedanke mich bei euch fürs Reinschauen bei Unforeseen Incidents. Lasst mir den Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem. Und wir sehen uns demnächst wieder und gucken, wie wir das Problem hier lösen. Macht's gut. Tschüss.